Okay, schauen wir doch mal kurz. Wie viel Urgestein haben wir jetzt? 475. 475, das machen dann jetzt, sagst du, mal sehen, 320 sind zwei Ziehungen. Wenn dann. Ich denke, er Das sagt, wir gute lassen das Reste, noch gell? ein bisschen. Ja, wir machen erstmal die nächsten Events. Ja, wir machen erstmal die nächsten beiden Messestände. Und ja, danach versuchen wir nochmal unser Glück. Drei Ziehungen hätten wir dann auf jeden Fall dann dabei. Für den Abschluss der Messestände. Also gut, wir hatten die Sterncollagen, die mimetische Replikation, die pharmakologische Reaktion, die Suche nach Wahrheit. Machen wir da einfach mal die Ausgrabung. Dané vom Vahumana-Institut scheint mit etwas beschäftigt zu sein. Das dürfte theoretisch eigentlich wirklich nicht gerade sehr lange dauern. Einfach ein paar Ausgrabungen. Naja, andererseits, Ausgrabungen zu machen ist ein bisschen was anderes, als er sagt zum Beispiel, ja, ein Rhythmusspiel oder gegen Gegner zu kämpfen. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit haben wir jetzt hier mehr zu tun als gerade mal drei Abschnitte. Naja, warum auch nicht? Allerdings ist das hier nun wirklich kein sehr guter Stand dafür. Warum scheint alle so erschöpft zu sein? Findet hier auch eine Aktion statt? Du bist der Reisende, oder? Ha, ich habe viel von dir gehört. Ja, das Vahumana-Institut veranstaltet hier ein Spiel zum Thema Archäologie. Schließlich gibt es in unserem Institut viele Geschichtsgelehrte, die im Zuge ihrer Forschung natürlich auch ein wenig archäologische Ausgrabung vornehmen müssen. Oh, keine Angst, wir bringen dich nicht zu einer Ruine und lassen dich dort was ausgraben. Dieses Spiel ist nur eine Simulation der archäologischen Ausgrabung. Wir haben in ganz Sumero eine Reihe von Replika-Relikten vergraben. Nennen wir das Gebiet, in dem sie vergraben sind, vorerst die Ausgrabungsstätte. Alles, was die Teilnehmer tun müssen, ist, unsere speziell angefertigten Detektoren zu nehmen und die Replika-Relikte in der Ausgrabungsstätte auszugraben. Dank der Studenten anderer Institute wurde eigens eine Reihe von Behältern und entsprechenden Detektoren hergestellt. Wenn du nach den Relikten suchst, folge einfach dem Detektor, um die Zuordnung zu erleichtern, werden auch Unterscheidungen nach Elementarkategorien vorgenommen. Aber diese Detektoren wurden ursprünglich zum Aufspüren der Elemente entwickelt und nachdem sie kurzfristig umgebaut wurden, können sie immer noch von einigen spezifischen Elementen beeinflusst werden. Jedenfalls, wenn du alle Replika-Relikten ausgräbst, bekommst du ein Geschenk von mir. Also Reisender, hast du Interesse, es auszuprobieren? Ja, das klingt nicht allzu schwierig. Ha, sehr gut, hier ist der Detektor. Nimm ihn bitte an dich. Ich werde dann die Ausgrabungsstätte im archäologischen Handbuch markieren. Also gut, geh und genieße den Spaß der Archäologie. Reisender, wenn du alle Replika-Relikte gefunden hast, vergiss nicht zu mir zu kommen und dir ein Geschenk zu holen. Geben. Bla bla. Folge dem archäologischen Handbuch, um die Ausgrabungsstätten zu erreichen, in denen die Replika-Relikte vergraben sind. Sobald du dich einer Ausgrabungsstätte befindest, leg bitte den Suchkompass an, um ihn zu benutzen. Der Kompass nimmt den nächstgelegenen Replika-Relikt als Ziel und zeigt mithilfe der Spurendichte an, wie weit du noch vom besagten Ort entfernt bist. Mal sehen. Aha. Eigentlich ist es jetzt genau das, was wir schon mal vor längerer Zeit ja mal hatten. Also gut, für dieses Mini-Event, Minispiel, brauchen wir jetzt also den Suchkompass. You should really bring the Knights of Favonius with you next time.
Okay. Es gibt 4 Abschnitte. Gehe zur Ausgrabungsstätte am Devantaka-Berg. I still have a lot to do with the guild. How about... Dürfte ja an der Stelle ja nicht so kompliziert werden. Es sind zwar jetzt eigentlich 4 Abschnitte anstelle von 3, aber da dürfte auch nichts so schwierig da sein. Warten wir einfach mal das Ganze ab. Wie schon gesagt, so eine Schatzsuchergeschichte hatten wir ja sowieso auch schon mal vor längerer Zeit mal gehabt. I don't need an umbrella, but you can use one if you need. Das Ziel wurde lokalisiert. Das ging ja schnell. Na, das war gerade mal eines. Na gut, nächstes Ziel gefunden. Gut, diese Herausforderung hätten wir schon abgeschlossen. Mal sehen, wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Vom Devantaka-Berg aus geht es dann jetzt weiter? In der Ausgrabungsstätte in der Nähe von Da al-Shifa. Okay, das ist machbar. Das ist einfach alles machbar. Und ist natürlich im Allgemeinen auch um einiges angenehmer und entspannender, als er sagt, naja, das Gekämpfe vom letzten Messestand. Mal sehen, was wir dann, er sagt, noch bei der Wegeplanung
da machen müssen. Listen, as long as you stick to your own path, it doesn't matter what Mother Nature throws at you. Ich muss da wirklich zugeben, das kriegen wir jetzt ziemlich einfach hin. Order guide you. Solidify. Ha! 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 Okay, sofern er gleich auch noch der Störenfried hier weg ist. Gather. Können wir dann noch die weitere Replik finden. Na bitte, Ziel ausgemacht. Die nächste Schatzschatulle erhalten. Und unsere letzte Ausgrabung führt uns wohin? Wenn das so ob unsere letzte Ausgrabung dann sein mag. Aha, in der Nähe der Düne der Vermeidung. Was ist das denn, der Sack hier? Moment, zurück. Naja, was soll's. Also jetzt, Düne der Vermeidung. Unser nächstes Ziel. Und wie sieht das hier aus? Naja, passenderweise kriegen wir somit schon mal Farusan. Die wir dann sowieso schon mal einmal hatten. Gut, und die letzten weiteren 50 Urgesteine, die könnten wir jetzt auch nochmal kriegen. Aber jetzt erstmal Düne der Vermeidung. Düne der Vermeidung. Leider ist er jetzt in einem Punkt des Spiels, wo ich keinen Teleporter freigeschaltet habe.
Also gut, Düne der Vermeidung. Müsste doch jetzt der Sack das da unten sein, oder? Halt! Das könnte... Ja, das war fast der falsche Weg. Da drüben befindet sich immer die Düne der Vermeidung. Ja, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Okay, ein bisschen Hühnchen, ein bisschen Skorpionfleisch. Und dann jetzt sowieso auch gleich noch ein Schatz. Und ein Teleporter. Busted. There is no escape. I will have order. Solidify. Okay, es scheint hier, der Sack jetzt hier doch ein bisschen Länge zu ziehen. Wieso wurde sie jetzt, sagt, zurückgesetzt? Gotcha. Things are about to get dicey. Happy to apply. Na gut. Erstes Ziel lokalisiert. Zweites Ziel wird der Sack ein bisschen genervt. Beziehungsweise gestört durch Pyropilze. Order guide you.
busted. Shine down. Gut, dann suchen wir jetzt erstmal weiter. 75%. 67%. 54. 67. 83. 95. Ziel entdeckt, Mission erledigt. Und dann holen wir uns jetzt erstmal unsere Belohnung bei Dané ab. Aber zuvor natürlich die anderen Urgesteine hier. Tja, zuvor holten wir uns jetzt die Urgesteine hier ab. Und jetzt, wo genau war das jetzt hier? Okay, an der Stelle also müssen wir hin teleportieren. Nun denn, auf alle Fälle Faruzan haben wir jetzt erstmal nochmal gekriegt. Langt jetzt allerdings natürlich Elsag auch noch nicht, um Elsag ein weiteres verwobenes Schicksal zu kriegen. Aber besser als nichts bisher. Jetzt kriegen wir gleich sowieso noch einen kleinen Kompass. Dann als nächstes haben wir sowieso noch die Wegplanung vor uns. Und sobald wir die dann erstmal abgeschlossen haben, ja, dann wird das auf alle Fälle wohl höchstwahrscheinlich unser letzter Versuch sein, Beiju zu ziehen. Oder wir müssen erst noch ein bisschen, naja, Urgestein durch tägliche Missionen vielleicht nochmal versuchen. Oh, hast du alle Replika-Relikten gefunden? Ja. Hier, bitte. Replika-Relikt Nummer 3, Nummer 2 und Nummer 1. Super, du hast ein gewisses Talent für Archäologie. Dieses Geschenk ist also für dich. Ich danke dir, dass du an unserer Aktion teilgenommen hast. Ich hoffe, die Archäologie hat dir Freude bereitet, Reisender. Obwohl eine echte archäologische Ausgrabung überwiegend langweilig ist und harte Arbeit bedeutet. Aber sobald du das entscheidende Relikt gefunden hast, wirst du das Gefühl haben, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat. Und was, wenn man kein finden kann? Wenn man nichts findet, ist es eine vergebliche Mühe, wie man immer sagt. Und das ist tatsächlich der Normalfall. Es kommt nur ganz selten vor, dass ein wichtiges Kulturrelikt ohne weiteres ausgegraben werden kann. Aber man muss sich als Archäologe an diese Situation gewöhnen und immer optimistisch sein. Sonst kann man diese Arbeit nicht lange durchhalten. Tja, das Nachwort abgeschlossen. Und ja, jetzt bräuchten wir, sagt nun wirklich nicht mehr den Kompass. Sondern jetzt erstmal wieder Sorosh. So, und zu guter Letzt hätten wir, sagt jetzt, denke ich, noch Daya vom letzten Institut hier in Sumeru übrig, deren Messestand wir noch nicht besucht haben. Jetzt kommt die Wegplanung. Daya vom Keshareva-Institut scheint mit etwas beschäftigt zu sein. Tja, dann wollen wir sie doch mal fragen, worum es hierbei geht. Hallo, ich bin Daya vom Kshareva-Institut, wie auch immer. Bist du wegen der Akademiemesse hier? Hier ist ein Vergnügungsprojekt, das von unserem Institut angeboten wird. Wegplanung. Was meinst du, möchtest du es ausprobieren? Ich dachte, das Kshareva-Institut konzentriert sich auf... Der Forschungsschwerpunkt unseres Instituts liegt im Bereich der Vorrichtung und der Architektur. Zurück zum Thema. Um an diesjähriger Akademiemesse teilzunehmen, arbeiteten viele Studenten unseres Instituts zusammen. Und am Ende wurde das Vergnügungsprojekt Wegplanung entwickelt. Vereinfacht gesagt, müssen die Spieler Wege mit verschiedenen Gegenständen bauen, die wir vorbereitet haben.
Man kann alles Mögliche bauen, Brücken, Treppen und so weiter. Ziel ist es, einen Weg zu schaffen, auf dem die Leute reisen und ihr Ziel erreichen können. Am Ende der Bauphase werden wir eine Endabnahme durchführen, wie die Abnahme eines neu errichteten Gebäudes. Kurz gesagt, wer einen sicheren Weg bauen kann, hat gewonnen. Klingt aber kompliziert. Ha, keine Sorge, es ist nicht so, als ob man wirklich ein Gebäude bauen würde. Auch wenn ein Bau schief geht und der Weg zusammenbricht, spielt es keine Rolle. Man kann ihn einfach wieder aufbauen und wir werden die Anzahl der Versuche nicht begrenzen. Lass deine Kreativität einfach freien Lauf und baue einen schönen Weg. Ja. Im Baumodus von Wegplanung musst du Konstruktionspunkte ausgeben, um einen Weg zu errichten. Teste dann im Testmodus, ob du mit dem von dir erstellten Weg alle Kontrollpunkte vom angegebenen Startpunkt aus erreichen kannst. Die Reihenfolge ist dabei beliebig. Im Testmodus musst du auf den vorgefertigten oder von dir platzierten Baumaterialien bleiben. Sollst du runterfallen, wirst du zum Startpunkt oder einem Kontrollpunkt, den du bereits erreicht hast, teleportiert. Nachdem du im Testmodus alle Kontrollpunkte erreicht hast, gilt die Herausforderung als erfolgreich. Je weniger Konstruktionspunkte du insgesamt bei Abschluss der Herausforderung ausgeben hast, eine desto bessere Bewertung erhältst du. Ja, bei jeder Herausforderung erhältst du unterschiedliche Baumaterialien, die jeweils unterschiedlich viel kosten. Die fortgesetzte Verwendung des gleichen Baumaterials lässt dessen Kosten steigen. Verwende die verschiedenen Materialien sinnvoll, um den bestmöglichen Weg zu errichten. Ja, kriegen wir auch schon hin. Wer hatte, sagt nicht, in seiner Kindheit mit Lego gebastelt? Ja, das kriegen wir locker hin. So, noch ein bisschen Geduld und dann wird gebaut. Also, Details anzeigen. Mhm. Aha. Okay, das war ja sagt sowas von falsch. Das war jetzt sowas von falsch. Irgendwie war der Baumodus jetzt nicht so optimal. Wie kann ich ja sagt die Dinger da sagt. Achso, Baugebiet leeren. Wie kann ich das Teil sagt absenken? Anscheinend kann ich das Teil, sagt nicht absenken.
Tja, irgendwie ist es jetzt doch nicht so einfach wie gedacht. Ob man eigentlich bei diesem Baumodus, also bei dieser Herausforderung auch klettern kann? Okay, das ist ja total falsch hier. Ich will das erstmal ein bisschen testen. Okay, klettern dürfen wir auch. Ah, verdammt, das sind Sprungpilze. Oh, das hätte man mir doch mal gleich sagen können. Das sind Sprungpilze. Da habe ich das Ganze ja doch ein bisschen umständlicher gemacht. Menschenskinder, da habe ich das Ganze wirklich ja sogar ein bisschen umständlicher gemacht, als was es eigentlich sein sollte. Sprungpilze. Also hätte ich ja gesagt, das ein bisschen besser gelesen, dann hätte ich jetzt auf jeden Fall ein paar Kosten eingespart. Aber an sich ja war das jetzt also keine schlechte Idee. Bloß habe ich ja ein bisschen zu, naja, normal gedacht beim Bauen. Aber hey, eine nette Idee. Da werden jetzt auch nochmal die Elemente der Teekanne der Vergänglichkeit oder wie auch immer das jetzt hieß, nochmal mit eingebaut. Generell waren ja sowieso ein paar vergangene Sachen, der sagt jetzt bei diesen Akademie-Messen. Messeständen ja sowieso dabei gewesen. Die Schatzsuche da, zum Beispiel. Na, wie findest du das? Möchtest du unsere Wegplanung ausprobieren? Ja, dann wollen wir, sag mal, den zweiten Bauplan einsetzen. So,
Tja, mal sehen. Kreisförmig werden ja die Konstrukte hier aufgebaut. Auf alle Fälle, wenn wir jetzt noch Sprungpilze haben, dann wissen wir auf jeden Fall. Na, warte mal. Was war das jetzt noch? Das Vierblatt-Symbol. Okay. Davon haben wir jetzt allerdings bloß eins übrig. Okay, machen wir das Ganze erstmal so. Okay, soweit dass er es jetzt erstmal beurteilen kann. Geht das Ganze jetzt erstmal hier ein bisschen klar?
Okay, das ist jetzt also auch ein bisschen nervig. Aber das müsste auch so jetzt funktionieren. In der Theorie her müsste das jetzt funktionieren. Okay, ein bisschen umständlich das Ganze konstruiert. Aber am Ende genau richtig. Tja, am Ende war das genau richtig. Also, die letzte Runde. Was sollen wir jetzt, sag hier noch bauen? Und generell, gibt es überhaupt hier ein paar Vorgaben? Oder gab es hier überhaupt irgendwelche Vorgaben? Wie zum Beispiel, gibt nicht so viele Punkte aus? Generell, bei einem richtigen Architektenauftrag muss man ja sagt doch sowieso auch auf das Geld achten. Wundert mich eigentlich, dass es jetzt hier keine Konstruktionspunktevorgabe gab. Wie zum Beispiel, benutze bloß so und so viele Konstruktionspunkte, um dein Ziel zu erreichen. Das wäre doch jetzt irgendwie auch erst sinnvoll gewesen. Vielleicht gab es ja sowas auch hier. Mal schauen. Mal schauen, wie sehr haben wir das Ganze jetzt hier verhauen. Jedenfalls, eine Konstruktion können wir immer näher gleich noch machen. Okay, es gibt ein paar Vorgaben. Vor allem den Weg mit nicht mehr als 1200 Konstruktionspunkten. Vor allem den Weg mit nicht mehr als 800 Konstruktionspunkten. Okay, das kriegen wir, sag hin. Bis jetzt haben wir sowieso ja nie so viele Konstruktionspunkte ausgegeben. Aber gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall, es gab, sag hier, eine kleine Vorgabe, die es zu erfüllen gilt. Wir dürfen keine 1200 oder 1600 oder mehr als 800 Konstruktionspunkte ausgeben. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Wir dürfen nicht mehr als 800 Konstruktionspunkte ausgeben. Also, anders ausgedrückt, wir müssen unter 800 Konstruktionspunkte bleiben.
Oh, wieso muss es also gleich alles also immer so auf diese komische Höhe angesetzt sein, wenn wir damit hier beginnen? Es wird zwar im besten Willen nicht schön aussehen. Aber es ist schön funktionell. Den Sinn und Zweck der Konstruktion wird es auf jeden Fall haben. Tja, geben wir jetzt, nochmal weitere 200 Punkte aus. Und das müsste es dann eigentlich schon gewesen sein, um die Kontrollpunkte zu erreichen. Ey, was ist denn das jetzt? Okay, die Konstruktion hier war nicht gerade sehr gut gewesen. Punkte. Okay, wie können wir das Ganze nochmal Baugebiet leeren? Option.
Aus was für einem Blickwinkel wird das denn das jetzt hier betrachtet? Umständlich. Okay, ich denke, das müsste jetzt ausreichend genug sein. Wir können immerhin an den Teilen hier klettern. Wir können, sag hier, das ganze, sag als Zwischenpunkt nehmen und nutzen. Das Ganze funktioniert hier auch, wie es sein soll. Tja, und wieder sag mal so, ohne das Budget zu überschreiten. Wir sind also jetzt mal wieder unter 800 Punkte geblieben. Also gut, das gibt uns dann jetzt sogar auch noch das letzte Urgestein aus dem Hauptevent von Version 3.6. Auch nicht schlecht. Und ja, das Event, oder besser das Minispiel mit der Wegplanung, das war, sagt, wirklich nicht schlecht gewesen. Muss man sagen. Hat mir gut gefallen. Da musste man wenigstens auch ein bisschen mehr... Okay, das Event, das Minispiel mit der Wahrheitsfindung von einem anderen Institut, das war, sagt, auch nicht schlecht. Da musste man auch nachdenken. Da musste man auch nachdenken, was man da tun konnte. Und ja, da mit der Sterncollage. Ja, das war auch nicht schlecht. Naja, generell das mit der Sterncollage, Wahrheitsfindung und dann sag jetzt mit der Wegplanung. Das fand ich jetzt eigentlich wirklich am besten. Das war wirklich nicht schlecht gewesen. Die anderen Sachen, so das Rhythmusspiel. Na, muss nicht sein. Das Gekloppe. Ja, das ist irgendwie Standard.
Und die Schatzsuche, das ist jetzt ja eigentlich auch nichts, was wir, sag, naja, nicht schon mal gesehen haben. Aber diese anderen drei Sachen hier, Sterncollagen, Suche nach Wahrheit und Wegplanung, nicht schlecht. Naja, obwohl man eigentlich auch mal wieder sagen muss, die Sache mit der Suche nach der Wahrheit, die kennen wir eigentlich auch hier aus Sumeru. Vom Arkontenauftrag von Nahida. Also ist das eigentlich auch nichts Besonderes Neues. Naja, aber jedenfalls haben wir jetzt erstmal alles hier abgegrast. Alles, was es noch hier zu erledigen gab, zu erledigen, haben wir geschafft. Und ja, nun wollen wir dann erst auch mal wieder das, was wir eben eingenommen haben, sowas von auf den Kopf hauen. Verprassen wir mal unser eben verdientes Urgestein. Wir haben jetzt 766. Warte. Wir können ja, wie es aussieht, doch nochmal eine Kleinigkeit zusätzlich kaufen. Ne, doch nicht. Schade. Aber gut. Versuch Nummer 1, der nichts wird. Versuch Nummer 2, der nichts wird. Versuch Nummer 3, der nichts wird. Jetzt leider Nummer 4. Und das war's dann auch schon hier. Tja, schade. Aber wir hatten immer noch ein paar kleine andere Möglichkeiten, noch ein bisschen Urgestein zu kriegen, um dann, vielleicht doch noch den gewünschten Charakter zu kriegen. Aber seien wir mal ehrlich, ich hoffe, bei Ju zu kriegen, und damit verringert sich, die Wahrscheinlichkeit schon mal, dass ich bei Ju kriegen werde. Meistens kriege ich, doch die Charaktere, die ich, schon abgeschrieben habe oder die ich eigentlich nicht so recht haben will. So war es bei Yelan gewesen, so war es bei Ayato gewesen. Kamisato Ayato. Beim Wanderer. Und dann, am Ende sowieso auch bei Deya. I still have a lot to do with the guild. How about you take a rest while I go back? Aber hey, vielleicht haben wir noch Glück oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall dürften wir eigentlich die nächsten, die nächsten Versionen ein bisschen Urgestein dann sowieso auch ansparen. Weil ich glaube, jetzt bei Version 3.7 und 3.8, auf jeden Fall bei 3.8 gibt es ein paar Reruns. Und eigentlich ja nichts Besonderes, was ich gerne hätte. Und bei Version 3.7, ja, es soll einen neuen 4-Sterne-Charakter geben aus Inazuma. Eine Nekomata vom Dendro-Element, aber eigentlich glaube ich dann auch nichts Besonderes. So oder so sage ich dann jetzt erst einmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wo wir dann, wieder eine weitere Mission mit Sorosh erledigen werden. Bis dann und ciao, bis dahin.